Aber wisst ihr, ich halte gerade oder vorhin, irgendwann nach dem Mondberg, so einen halben Monolog über irgendwelche tiefgründigen Themen des Lebens und Weisheiten und so. Und alle im Chat so, ja, ich esse weiter meine Nudeln. Und Jan droppt so eine semi-gute Weisheit und alle so, oh Jan, vielen Dank, ich fühle mich erleuchtet. Jan hätte auch einfach sagen können, scheiß nicht auf den Tisch und ihr werdet alle so, oh, vielen Dank, großer Jan. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich muss in Zukunft meine Lebensweisheiten für mich behalten. Da haben wir Schilterus und Fampi. Bolterus und Donphan würde ich aber auch fühlen. Das liegt daran, dass Jan der Mann ist. Da ist die Erwartung gleich viel tiefer. Nun. Compliment or insult. Ich glaube einfach, dass ich wahrscheinlich viel öfter so pseudophilosophisches Zeug labere, dass es irgendwie schon dazugehört. Weil ich so vorhin, ne, wie gesagt, so richtig geile Weisheiten des Lebens und hast du nicht gesehen und alle so Resident Sleeper und ich so, übrigens, hier meine Wimpernzangen und alle so, oho. Also da sieht man, was ich normalerweise selten erzähle und was ich scheinbar viel zu oft erzähle. Habe ich jetzt auch verstanden. In Zukunft gibt es nur noch Beauty-Stories von mir und keine Weisheiten mehr. Könnt ihr ja mal sehen, wie ihr klarkommt. Pff. So, jetzt will ich an das Item da oben noch gleich dran. Hallo. Finde deine Storys gut, solange sie mich beinhalten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob meine Storys immer so positive Sachen von dir beinhalten. Mal so, mal so. Und langsam werde ich auch müde. Und irgendwie. Übrigens, ich weiß, es betrifft jetzt nicht so viele von euch, aber ein paar von euch waren ja vielleicht am Samstag bei meinem 13 Sentinel-Stream anwesend. Ne? Und haben mich dafür geschämt, dass ich abends vorm Schlafengehen Nasenspray nehme. Also antiallergisches Nasenspray nehme ich halt sowieso, weil ich bin halt so eine Allergienase. Aber halt auch das etwas heftigere Zeug, was auch so minimal süchtig macht. Und da wurde ich ja richtig hart geschämt von euch für am Samstag. Und ich habe am gleichen Tag das Nasenspray abgesetzt und es bis heute nicht wieder genommen. Deswegen schlafe ich auch die letzten Nächte so richtig beschissen. Aber jetzt könnt ihr mir gar nichts mehr vorwerfen. Püh! Aka, niemand hat dich geschämt und du hast dich eine Viertelstunde gerechtfertigt. Das ist vollkommen korrekt. Wobei, irgendwer hat sich zumindest, also mich nicht geschämt, aber irgendwer hat mich angekeckt und dann habe ich mich eine Viertelstunde darüber gerechtfertigt. Also alles wie immer. Dann nimm's wieder. Nein, es ist ja gut, dass ich es nicht nehme. Aber das dauert eine Weile, bis sich das wieder eingerenkt hat. Die Nase sich ja auch dran gewöhnt, so ein bisschen. Secret Power. Ah, so ein Trank wäre ganz nett. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnt haben. Ich meine, letztendlich ist es zwar schon so, dass man irgendwie zwar mit gutem Beispiel vorangehen sollte, wenn man so im Internet unterwegs ist und vielleicht auch eine gewisse Reichweite hat. Aber dann wiederum ist es auch einfach unrealistisch, finde ich, dass jeder Streamer, Let's Player, whatever, immer alles perfekt macht nach dem Motto, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, mache erstmal 3 Stunden Sport und esse dann ein ganz gesundes Frühstück, was ich 5 Stunden vorbereitet habe am Abend davor. So, ne, also, ich glaube, du wirst niemanden im Internet oder allgemein auf der Welt finden, der nicht irgendwie, weiß ich nicht,
einen unregelmäßigen Schlafrhythmus hat oder lange schläft oder irgendwie raucht, ab und zu mal was trinkt, Nasenspray zu sich nimmt, Koffein konsumiert, keinen Sport macht, was weiß ich. Es gibt ja so eine lange Liste von Dingen, die man halt machen soll, so sich gesund ernähren und Sport machen und wie gesagt, all diese Dinge, rauchen, Koffein und so weiter und so fort, eben nicht zu sich nehmen und dies und das und keine Ahnung, meditieren und Journaling und am besten 80 Stunden die Woche arbeiten und ne, keine Ahnung. Also da gibt's ja wie gesagt eine lange Liste von Dingen, die toll im Leben wären. Aber ganz ehrlich, das kann sich halt auch niemand dran halten. Nur ich bin halt auch immer so jemand, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gerne über mich selber rede, weil ich eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt stehe, sagte sie, während sie streamt, ist vielleicht ein bisschen weird. Aber Streamen ist für mich halt eher so was Gemeinschaftliches, weil ihr ja auch da seid und ich ja mich mit euch irgendwie unterhalte. Weil ihr tragt ja auch dazu bei und ihr bestimmt ja irgendwie auch so ein bisschen die Gesprächsthemen. Ne? Dementsprechend ist das für mich weniger ein Hallo, ich stehe im Mittelpunkt und mehr ein Wir unterhalten uns einfach zusammen irgendwie. Aber ja, dementsprechend, ich bin eigentlich niemand, der so sich hinstellt und sagt, ja, ich habe heute, so von wegen meinen ganzen Tagesablauf irgendwie erzählen und was ich esse und wann ich Sport mache und dies und das. Das ist halt eher so im Nebensatz vielleicht mal erwähnt. Vor allem, weil ich halt auch niemandem irgendwie vorschreiben oder vorleben möchte, wie er sein Leben zu führen hat, weil das muss letztendlich jeder selber für sich wissen. Und nicht jeder, der, keine Ahnung, keinen Sport macht oder so, ist automatisch ein übergewichtiger, schwitziger Gamer ohne soziale Kontakte, so, ne? Also ist halt auch irgendwie schwachsinnig. Aber, und das stimmt, ich habe immer einen Drang dazu, mich für alles zu rechtfertigen. So, weißt du, ich bestelle einmal in, keine Ahnung, 3 Monaten mir eine Pizza und muss dann aber erstmal eine Viertelstunde mich dafür rechtfertigen, warum ich mir eine Pizza bestellt habe. Weil das ja auch so dramatisch ist. So, ich koche jeden Tag frisch und selber und gesund und dann bestelle ich mir einmal eine Pizza und muss mich erstmal ewig lange dafür rechtfertigen. Und das gleiche mit dem scheiß Nasenspray und was auch immer. Ich weiß nicht, ich habe immer den Drang dazu. Ich weiß auch gar nicht genau, womit das zusammenhängt. Weil ich generell mich nicht kurz halten kann oder weil ich Angst habe, dass Leute mich dann nicht mögen oder falsch verstehen. Ich weiß es nicht, warum ich den Drang dazu habe. Ich versuche mir das auch wirklich abzugewöhnen. Und es ist zumindest schon kürzer und besser geworden. Aber es ist genau wie mit Erklärungen. Ich muss auch immer alles 5-mal erklären, damit es auch wirklich jeder verstanden hat. Also es ist so eine Eigenschaft, die vielleicht nicht immer ganz so positiv an mir ist, aber, ne? Nein, ich rechtfertige mich nicht, warum ich mich rechtfertige. Es war nur eine Feststellung, dass das ein Problem ist, was ich potenziell habe. Ich habe nur reflektiert. Es ist manchmal auch nicht so verkehrt, seine Probleme oder seine Punkte, wo man sich verbessern könnte, zu analysieren. Solltest du auch mal machen, Ali. Ihr steht hier, glaube ich, nur rum, ne? Ja. Was? Warum? Ich bin verwirrt. Warum die Kanalpunkte für eine normale Chatnachricht? Ich war doch im Menü drin. Nun, ich wollte gerade sagen, so kann ich das nächste Pokémon nicht unbedingt nennen. Rechtfertigung. Ja. Pipi. Oh, ob der auf seinem Tisch, wobei ich glaube, da sehe ich's nicht. Er hatte doch hier, glaube ich, die Evoli-Entwicklung, die man sich angucken konnte. Aquanablitzer, Flamara, ob das hier auch geht?
Da würde ich ja schon mal gucken wollen. Ah ja, das Ticket. Ach ja, jetzt fällt mir wieder ein, wie wir auf diese ganze Diskussion kamen, weil ich gegähnt habe und müde war, weil ich aktuell nicht so gut schlafe. Dadurch bin ich da drauf gekommen. Oder muss ich einmal rausgehen? Ah! Jetzt bin ich mal gespannt, ob man die hier wirklich als Fusion sieht. Ich meine, wenn ja, ist es ein kleiner Spoiler, aber dann weiß ich wenigstens, was ich entwickeln möchte. Evoli und Rotom. Haben alle Evoli-Entwicklungen Rotom mit drin? Also irgendeine Rotom-Form? Das finde ich aber richtig stylisch. Das sieht voll cool aus. Aber wie gesagt, haben die anderen dann auch eine Rotom-Form? Ah, da ist der Ventilator. Ja, das finde ich aber eine coole Sache, dass sie quasi alle Rotom-Formen mit drin haben. Wobei ich mich da wirklich frage, wie die eingebunden sind. So Rasenmäher oder Waschmaschine oder Kühlschrank? Oder Ofen? Ich weiß nicht. Aber das ist in Ordnung. Fand ich Evoli cooler, aber ist in Ordnung. Oh mein Gott! Er hat den Rasenmäher einfach als Kopf. Ja. Okay. Das hat Dinge gesehen. Also ganz ehrlich, ich fand Evoli am geilsten. Ich bin mal gespannt. Wir hatten jetzt Ventilator, Rasenmäher und das ist der Kühlschrank? Das heißt, uns würden noch Ofen und Waschmaschine fehlen? Für Psyana und Nachtara eventuell? Aber nicht schlecht. Ja, es hatte was Affiges, das stimmt. So vom Gesicht her und dann mit diesen Ohren daneben. Okay, da sind wir Bill auf jeden Fall auch fertig. Und können dann jetzt theoretisch in die Arena. Wir haben da Käfer-Pokémon wahrscheinlich, weil es ist ja Kais Arena. Da haben wir auf jeden Fall unser Rutena Nidorina. Das sollte dafür eigentlich ganz gut sein. Und wir haben hier auf jeden Fall auch noch den Flugtyp mit am Start. Wackestein auf Käfer auch gut. Dann haben wir Aro auf jeden Fall auch noch. Du bist theoretisch auch Gestein, aber du hast, glaube ich, keine Gestein-Attacke, ne? Nee. Aber wir haben zumindest ein bisschen was, was sich wehren kann. Also das Einzige, was, glaube ich, gar nicht gut ist, ist halt Olympia, weil die Typkombination ist vielleicht ein bisschen schwierig für die Arena. Aber ansonsten können wir uns auf jeden Fall wehren. Ist jetzt nur so ein bisschen ungewohnt. Die Arena wird wahrscheinlich Wasser haben und dann haben wir da einfach, ja, Kai als Arenaleiter. Stay hydrated! Erledigt. Hat sich Ali eigentlich schon eingetragen? Ja. Yo! Aber der ist immerhin auch angepasst. Ist vielleicht ein bisschen seltsam, dass die Käfersammler hier am Schwimmen sind, aber nun gut. Wie? Schukumuku? Oh mein Gott, ist das Ding nervig. Portrott, Goofer, die sind ja für sich alleine schon furchtbar anstrengend. Und dann in Kombination? Das könnte so ein richtig heftiges Nerv-Pokémon sein. Aber es sieht sehr stylisch aus und der Name ist einfach godlike. Shukumuku. Hat ein bisschen was von Bokonotto aus unserer Wetlink. Gibt mir so die gleichen Vibes. Okay, ich mache einfach keinen Schaden. Was bist denn du dann? Vom Typ her wohl.
Wie viel Schaden macht so ein Psybeam? Lass mich mal gucken. Potrott ist Käfergestein. Und Gufa? Wasser. Okay. Ja, da muss ich mal so ein bisschen überlegen, was haben die für Typen? Gerade so bei ausgefalleneren Pokémon wie Potrott oder bei neueren Pokémon wie Gufa muss ich mal so ein bisschen überlegen. Und dann weiß ich ja natürlich auch nicht, was die halt in Kombination jetzt haben, ne? Aro, bitte. Warum sind Gesteinattacken so unglaublich treffunsicher? Gibt es eine Gesteinsattacke außer Antikraft, die 100% Trefferrate hat? Noch zwei Einfallen, eine physische und eine spezielle noch. Die da wären? Juwelenkraft und Katapult. Aha. Juwelenkraft, Katapult und Antikraft. Damit kann ich aber leider gerade nicht dienen. Drapter? Bäh! Schon ein bisschen lustig. Aber interessant, dass die jetzt immer Wasser-Pokémon in der Kombination dabei hatten. Ja, also das ist ein Problem. Whirlpool. Aua. Wann entwickelt sich eigentlich Kleinstein zu Georock? 28, 25? Und wann entwickelt sich Grammokles zu Duokles? So oder so wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis ich mich entwickeln darf. Also 25 oder 35. Hoffen wir mal auf die 25. Misty hatte 21, ne? Und dementsprechend hier dann wahrscheinlich auch. Müssten wir ja eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Aber hier war auf jeden Fall noch da. Eine zweite Trainerin. Wieso stehen im Pokémon Center zwei Schwestern? Da stehen überall zwei. Die rechte ist quasi die Attacken-Erinnerungsdame, die in jedem Pokémon-Center steht, was ganz praktisch ist. Ja gut. Und ich meine, ich habe die mal angesprochen vorhin. Die möchte, glaube ich, Pilze haben. Keine Herzschuppen. Aber mein Gut, bislang habe ich keine Pokémon gefangen, wo ich das irgendwie hätte nutzen können. Dann dürft ihr gleich gerne eure Energie schon mal bereithalten für den Arena-Kampf. Die mich jetzt zwar noch mal heilen, ich habe nur 3 KP verloren, aber die können auch wichtig sein. Ich glaube, Sherox ist noch ein bisschen zu heftig, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sichlor kommen könnte. Und anhand von Sichlor kann man ja dann zumindest schon mal absehen, was mit Sherox fusioniert ist. Ich lasse Aro jetzt erstmal vorne. Ich weiß nicht, ich meine, sie hatte beim letzten Mal irgendwas gesagt. Da. Da steht, sie braucht einen Mushroom oder zwei. Deswegen ging ich halt davon aus, aber ich habe es halt auch nicht ausprobiert. So. Dann gucken wir doch mal, was uns jetzt hier erwartet. Aro ist vorne, richtig? Ja, wer wird es in der Hinterhand? Und dann gucken wir einfach mal. So, wir sind weird mit Misty zu reden und dann... Naja, gut. 3 Pokémon. Jolterak. Gut, ja, Level 18 ist in Ordnung.
Yay, danke fürs Anfeuern. Aua, das hat ganz schön Damage gemacht. Aber wahrscheinlich ist meine Spezialverteidigung auch echt schlecht. Aber das müsste ich ja nochmal aushalten. Genau, dann kann ich schon mal den Trank auf jeden Fall. Rauslotsen. Ich weiß gar nicht, ob die Leiter hier ein oder zwei Tränke haben. Ich hätte jetzt mal gesagt, nur einen wahrscheinlich. Dann ist der auf jeden Fall schon mal weg. So. Und Aro hat auch ein bisschen was gemacht, zumindest. Diese Welle an You Can Do It im Chat. Sieht man nicht in der Chatbox, aber halt im eigentlichen Chat. Slash. Oh, Slash finde ich ganz nett. Vor allem gibt er ja später quasi ein Iggy Slash. Packen wir das mal hier mit hin. Dann haben wir dich wieder. Dich können wir aber ohne Probleme abfackeln. Aber das Signature-Pokémon wird auch bestimmt irgendwas komplett Neues sein, könnte ich mir vorstellen. Weil die haben wir jetzt ja schon gesehen. Sowohl Karaga als auch das erste. Knock-off. Bin jetzt nicht so nett. Ich glaube, ich habe zwar kein Item gehabt, aber finde ich jetzt nicht so nett. Bin ich nach einem Speedboost potenziell schneller? Ah ja, wirklich. Perfekt. Dann bekomme ich keinen weiteren Schaden. Was ist jetzt das letzte Pokémon? Ah, es ist Shukumoku. Shukumoku. Da war auf jeden Fall Gestein effektiv. Aber Gestein ist gerade ziemlich angeschlagen. Muss nur einmal heilen. Also nichts Neues. Na gut. Bisschen schade. Aber mach's nix. Ich heile mich aber mal einmal. Zumindest so ein bisschen. Weil ich glaube, du kannst mir nicht so sonderlich viel. Spezialangriff juckt mich auch nicht. Macht jetzt auch nicht so unendlich viel Schaden. Aber was ist es denn, wenn Feuer war neutral und Gestein ist sehr effektiv? Wasserkäfer, dann müsste ja eigentlich Aerial Ace auch gut funktionieren. Und da habe ich nicht das Problem, dass es potenziell daneben geht. Ein bisschen anstrengend. Aber gut. Gut, dass Aro das so gut tankt. Jetzt aber trotzdem vorsichtshalber nochmal heilen, falls da mal ein Crit oder so kommt. Muss ja nicht unbedingt sein. Ich mag die Arena-Leiter-Musik echt gerne. Generell hat Pokémon sehr, sehr viele geile Themes. Also egal ob jetzt Arena-Leiter oder Rivale oder Antagonisten oder so. Also ich muss sagen, ich finde die Tracks eigentlich alle ziemlich gut. Was ich persönlich nicht so gerne mag, sind die Tracks, die so ein bisschen Gimmicks haben. Sei es jetzt beispielsweise das Theme von Zacian und Zamazenta mit dem muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Oder dieses also es ist im Spiel halt geil, aber es ist nicht so geil, wenn du es irgendwie im Auto oder so hörst. Und passend dazu, und ich weiß, damit mache ich mich jetzt sehr unbeliebt, ich bin auch nicht der Fan von Yo, yo, yo. Dem, wie heißt der Typ? Der Team Skull-Typ. Bromley, genau. Ich weiß nicht, diese ganzen Sachen, die da noch zusätzlich mit drin sind. Es ist halt blöd für in die Auto-Playlist packen. Irgendwie. Deswegen, ich einfach ganz normal episches Theme und ich bin glücklich. Das habe ich jetzt bekommen. Ist es Waterpuls? Haben sie das echt nicht geändert? Lassen Sie mich mal kurz gucken. Ja.
Okay. Du könntest es auch lernen. Und Olympia könnte es auch lernen, aber du bist eh schon gut aufgestellt. Wir könnten es zumindest für ein bisschen mehr Coverage mal mit reinnehmen. Warum nicht? Aber ich mag halt auch diese ganzen Classic-Themes, ne? So einfach Kantorena-Leiter zum Beispiel oder so. Bin ich auch voll dabei. Gut, Falk hatte auch die falsche TM, aber fairerweise, Falk hat auch im normalen Spiel Lehmschelle als TM. Dem traue ich sowieso nicht über den Weg. Was ich aber super gerne machen würde, ich würde gerne einmal, jetzt wo wir hier fertig sind, Yunaka aus der Box holen und einmal auf Level 20 trainieren und gucken, ob es sich entwickelt. Vale, bleib du mal kurz hier.